Ein sonniger Frühlingstag im Jahre 2016. Vögelgezwitscher in der Luft, wolkenloser Himmel. Es ist warm und die Terrassentür steht auf. Die drei Freundinnen Lucia Jacobi, Margret Murray und Gisela Witteler haben sich getroffen, um über eine Zeit zu sprechen, die in der heutigen Zeit von vielen Menschen gerne ignoriert wird. Ihre Kindheit. Oder auch die Zeit des Nationalsozialismus. Sie sind weder Opfer noch Täter. Mein Name ist Lucia Jacobi. Ich bin am 26.03.1927 geboren. Zunächst habe ich in der Volksschule, an der Marienschule, meine 4 Jahre Volksschule verbracht. Heute nennt man das Grundschule. Und 1937 war ich 10 Jahre alt, da bin ich zur Jüdigkeitsschule gekommen. Mädchenschule, Mädchenoberschule hieß es damals. Und bin bis zum Schluss auf der Jüdigkeitsschule geblieben, bis zum Abitur, mit allem, was dazugehörte. Mit den Bombenangriffen, mit den Fliegeralarmen, die wir ja alle Augenblicken hatten. Und wir lernten als Mädchen auch marschieren und kriegten Uniformen mit 10 Jahren, Munddeutscher Mädel. Ich heiße Margret Murray. Ich bin am 19.05.1927 in Bochum geboren, hatte ein sehr harmonisches Elternhaus. Mein Bruder und ich verlebten eine sehr glückliche Kindheit. Bis zu unserer Schule war alles wunderbar und dann kam der böse Krieg. Schulzeit habe ich teilweise hier in Bochum verlebt, bis es dann hier keine Schulen mehr gab und ich in den Schwarzwald gegangen bin. Das war für uns eine schöne Zeit, aber auch eine sehr bedrückende Zeit, weil wir nie wussten, was mit unseren Eltern hier im Ruhrgebiet passierte. Ich heiße Gisela Wittler. Bin in Bochum am 5.06.1925 geboren, in der Arnstraße in einer Privatklinik. Mein ganzes Leben habe ich in Bochum verbracht und habe auch in Bochum geheiratet und bin ihr geblieben. Wir hatten vorher eine sehr schöne Jugendzeit erlebt, auch unter dem Dritten Reich. Dann kam der Krieg, der uns etwas bescherte, was wir gar nicht wollten. Aber wir mussten ja damit fertig werden. Und 1945 kamen die Amerikaner und mein Elternhaus wurde sehr schnell beschlagnahmt, weil es nicht zerstört war. Ich habe einen Enkel, Jan, dem habe ich mal erzählt, wie es im Krieg war. Und dass ich mal nach Linden war von uns ungefähr 7-8 Kilometer weiter weg, hingelaufen bin oder mit dem Fahrrad gefahren bin und teilweise geschoben habe, um Brot zu kriegen. Und wie ich dran kam, war das Brot alle. Und daraufhin sagte mein Enkel, ja Oma, warum hast du denn so einen Quatsch gemacht? Ja. Ich sag, weil wir es mussten, weil wir nichts hatten. Wir hatten eben kein Brot. Das kann die Jugend heute nicht. Aber man kann ihnen das aber auch nicht übel nehmen, dass sie das nicht verstehen können. Nein. Also genau, ich bin mit dem Fahrrad mit meiner Freundin aus Ostposten damals, die war dann bei uns aus Königsberg angekommen, sind wir mit dem Fahrrad nach Dortmund-Brake. Da hatten meine Eltern Verbindungen gefahren, um Milch zu holen und Rhabarber, weiß ich noch. Ja. Und da war man auf der Gartenhader mit dem Rad da oben hingefahren. Ja. Und bei Jacobis waren immer Fahrzeuge auf dem Hof und die fuhren jeden Tag in die Soester Börde und holten Brot von den Fabriken dort. Denn in Bochum war ja alles kaputt. Alles kaputt, ja, und es war der reinste Bahnhof auf dem Gelände Querburger Straße 28, weil die Leute in dem Brotwagen, der leer hinfuhr, mitgenommen wurden, um zu hamstern auf den Feldern. Ja, sicher. Und dann hatten wir nachher allerdings den Brotwagen voll und die Leute irgendwie wohl noch auf dem Brot daher gesessen oder was. Wie das gegangen ist, weiß ich nicht. Jedenfalls hat das eine lange Zeit gedauert und als Bochum total zerstört war, hat Jacobi, Firma Jacobi, mit dem Brot vom Lande, Reinecke wurde in
Ersatzkotten hergestellt. In Gesekühe, überall holten die Brot zusammen und haben die Bochumer Bevölkerung damit versorgt. Hier alle Bäckereien zerstört waren. Und dann kam die Zuteilung mit diesem schrecklichen Maisbrot. Ne? Ja. Oh, das war ja wirklich was Ekliges. Also das Maisbrot, das muss ich schon sagen, das war... Das war doch so feucht und klitschig, war doch wie ein Pudding. Also dieses Wort Kamerad wurde in unserer Jugend sehr groß geschrieben. Also, dass der eine dem anderen eigentlich immer beistand. Und wenn der mal nun in Not war oder... Also, und dann kann ich da auch vom Kindergottesdienst kann ich eine schöne Geschichte erzählen. Peter, ich, mein Bruder Peter und ich, wir waren im Kindergottesdienst in Altenbochum in der Lukaskirche. Und mitten im Kindergottesdienst stürmte meine Mutter in die Kirche und holte uns raus. Und da haben wir gesagt, was ist passiert, was ist passiert? Wir müssen ganz schnell nach Stahlhausen zu Tante Anna, die wohnte in Stahlhausen. Der Führer ist da. Ja, das war unsere Begegnung als Kinder mit dem Führer. Und als der Krieg nun begonnen hatte, haben wir immer mit irgendwelchen Nadeln oder was die Front abgesteckt, wie weit es nun wieder schon Erfolge gegeben hatte und so weiter. Ach ja, Mensch, die siegreiche Armee. Ja, ist nur Siege. Nur Siege, immer Siege, Sondermeldungen im Radio, Und dann ging es zurück, dann kamen die Abwehrschlachten, das wurde dann alles vertuscht. Also sie haben siegreich die Schlacht gewonnen, mussten allerdings wieder 100 Kilometer weiter zurück. So wurde das dann uns kundgetan. Und dann haben wir natürlich auch noch die Nadeln wieder zurückgesteckt, aber dann haben wir damit aufgehört, weil das nachher noch eventuell unangenehm aufgefallen wäre, denn die wollten ja nur Siege sehen und keine Niederlage. Wir haben euch geglaubt. Wir hatten ja keinen. Ja, nichts anderes. Wir mussten wir hatten keinen, der uns was hätte erzählen können. Und Gerds Vater ist gefallen 1941. Bitte. Und Gerds Bruder 1942. Ja. Beide in Russland. Mhm. Und Bernd war in der Kompanie von seinem Vater. Und der musste dann wurde nach Hause geschickt und hat dann seiner Mutter die Nachricht gebracht. Furchtbar. Und hatte das Bild von dem Grab seines Vaters in der Tasche. Gerds Bruder ist dann ein Jahr später gefallen. Die sind ja den Heldentod gestorben. Da hat man getrauert. Ich hab das nie so empfunden. Aber groß kommentiert wurde das nicht. Nee. Man hörte das der Heldentod. Und musste damit fertig werden. Eben. Die Eltern haben es nie verwunden. Und die Schwestern, also meine Freundin, nachher auch wieder verwunden. Denn die Jugend kommt ja auch eher über solche furchtbaren Schicksalserlebnisse hinweg. Die war nachher auch wieder lustig. Ne? Also nicht, dass sie jetzt auch so traurig war wie die Eltern. Aber für die Eltern war das ein Schlag fürs Leben. Die wurden nie mehr froh. Weil wir das ja nicht wussten. Wir waren vielleicht auch noch zu jung. Und dann zu blöd. Und das haben sie glaubt das ja alles. Ja. Ja. Man hat ja gar nicht weiter... Es durfte ja keiner was erzählen. Nee. Wir wussten ja auch nicht. Nein. Nee. Also wer hat dir was vom KZ erzählt? Habe ich nicht gewusst. Nicht die Bohne, nicht. Sicherlich nicht. Unsere Eltern mal. Weil die ja auch vielleicht... Hintergründe wussten. Ja, genau. Ja, ich kann sagen, es wurde gesagt, hat das niemand. Ich habe nur, also, dass unsere Schule nach Neustädt-Dieken haben, da sagte mein Vater, kommst du nicht hin? Ja. Der Krieg in Russland hat angefangen, das ist zu gefährlich. So war's. Habe ich aber auch nicht kapiert. Aber ich fand nachher Ambach auch sehr schön. Ja, mich hat am meisten beeindruckt, wenn ich heute zurückdenke, wie meine Eltern das Chaos über Jahre gemeistert haben.
Ich glaube, ich hätte gar nicht die Kraft gehabt. Ich weiß es nicht, was dazu gehört hat. Immer wieder obdachlos, bei jedem Bombenangriff waren wir dabei. Und am 4. November, das war der schlimmste Angriff, ja, das war... meine Eltern hatten ein Zimmer gemietet bei Schreibmaschinen Hofmann, das grüne Haus gegenüber dem Löwen an der Königsallee. Das steht heute noch. Da hatten meine Eltern ein Zimmer und gingen jeden Abend aus der Stadt in das Zimmer und in den Stollen im Südpark. Und ich war noch am 4. November vorher bei meiner Freundin auf der Kirchhoffer Straße. Und dann bin ich auch zu meinen Eltern, wollte ich gehen. Da kam schon der Alarm um 7 Uhr. Und ich habe meine Eltern im Stollen nicht gefunden. Ich war verzweifelt, aber wir durften nicht raus. Von abends 7 bis morgens um 8 Uhr mussten wir im Stollen bleiben. Und als wir raus durften, bin ich vom Südpark die ganze Königsallee runter und es brannte alles. Und Leichen lagen überall, aber ich hatte Glück, die Leichen waren alle abgedeckt. Am Schauspielhaus war auf dem Vorplatz alles besät mit Leichen, aber abgedeckt. Ja, was wir vorhin gesagt haben. Ja, die harte Arbeit unserer Väter nach dem Kriege. Wie die Menschen damit fertig geworden sind. Das ist unfassbar. Und die hatten auch keine Angst. Wir Kinder hatten ja auch Angst. Und die Eltern haben uns ja da bewahrt. Die haben ja unsere Angst genommen, weil sie so stark waren. Die Eltern haben keine Schwäche gezeigt. Meine Eltern nicht. Keine. Nee. Aus dieser Misere, das unbeschreibliche Chaos, wenn tagelang die Stadt brennt und immer noch der Funkenfluch, es ist unfassbar. Was die Eltern als Vorbild, unsere Eltern waren alle unser Vorbild. Ja, das kann man nie verzweifeln. Ja. Immer weitermachen, egal wie schlimm es ist.